Herzliches Grüß Gott und hallo Leute zu der Folge 101. Wir stehen vor Alvarez seiner Höhle und als erstes werde ich natürlich mich ein bisschen stärken, indem ich mal auf meinem Ziegenfell eine kleine Übernachtung starte. Und wir machen das Ganze mal früh morgens bis Sonnenaufgang. Dann werden wir unsere Rüstung nochmal anziehen. Und da ja der Alvarez so richtig schön stark ist, habe ich mir gedacht, naja, wie können wir den denn killen? Er steht ja, er reagiert auf uns nicht, aber wir lassen ihn erstmal mit dem Rücken zu uns gucken und schauen mal, ob wir eventuell im Schlaf was anrichten können und ihn dann auch meuchelmorden. Hey du, nein, bist du ja wieder? Habe ich jetzt falsch gemacht. Bitte sich jetzt nicht um. Das war ja die Null. Zack. So. Dann ziehe ich mein Schwertje. Und dann haue ich mal so lange ein, bis er eventuell gar nicht dazu kommt, seine Waffe zu ziehen. Und das ist auch so der Fall. Ja, der war noch schlaftrunken. Dann nehmen wir ihm mal seinen Langschwert weg und warten, bis er aufwacht. Also das sind ja Sachen hier. Ha, ich dachte, ich müsste den irgendwie wieder jagen, auf den Berg klettern und ihn mit meinen Pfeilen malträtieren. Aber so geht's auch mit dem Schlaf. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, ja. Hey, bleib hier. Hey du. Und, was ist jetzt? Spuckst du es jetzt endlich aus, was du weißt? Na gut, pass auf. Roche will irgendeinen Zauber finden. Keine Ahnung was. Dieser aber soll sich anscheinend in der Kapelle befinden. Na also, geht doch. Gibt es sonst noch irgendetwas? Nein, das war alles. Und Roche plant auch keinen Angriff auf das Korsarenlager? Nein, das wüsste ich. Es ist kein Angriff geplant. Zumindest jetzt noch nicht. Na schön, ich glaube dir. Bekomme ich jetzt endlich mein Gold? Witzbold. Dein Lohn hast du jetzt in anderer Währung erhalten. Aber wenn du unbedingt willst, kann ich dir noch gerne etwas dazugeben. Nein, bitte nicht mehr schlagen. Ich bin ja mit allem zufrieden. Umso besser. Du bist übrigens selbst dran schuld. Wärst du nur etwas freundlicher gewesen, hättest du Gold anstatt Prügel erhalten. Ach, verdammt. Vielleicht bist du ja beim nächsten Mal schlauer. Leb wohl. Ah, was ein Weichei. Ja, auf zu Mount. Steht ja dann bestimmt hier Informationen über Roche. Alvarez hat mir mitgeteilt, dass Roche einen Zauber sucht. Das wird den Korsarenoffizier sicher interessieren. Und da unten steht, Alvarez hat mir endlich gesagt, was er in Erfahrung gebracht hat. Jetzt kann ich Mount-Bericht erstatten. Das werden wir dann auch hiermit tun. Oh, ein schöner Morgen. Supi. Ach ja, danke nochmal für den Kommentar, was es mit dem Wasser, mit der Wasserfarbe auf sich hat. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Grün steht für stehendes Gewässer und blau für fließendes. Auch gut. Schauen wir mal. Was? Ah, ich Dummkopf. Hab mich wieder vergessen. Oh Mann. Hab wieder vergessen, mich auszuziehen und umzuziehen. Oh, ich kenne es. Ich kenne es. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Wohl im Schutzrüstung bestimmt nicht. So. Nochmal das Ganze. Ja, ja. Ich habe noch nie irgendwelche Rüstung umgezogen. In einem Gothic-Spiel. Mount, da ist Mount. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Okay. Wegen Alvarez. Wegen Alvarez? Ja? Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Sehr gut. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Er sagte, dass die Söldner sich weiterhin im Dorf eingenistet haben. Außerdem ist Roche hinter einem seltsamen Zauber her. Und wie viele Söldner sind es jetzt? Es sind 7 Söldner. Gut gemacht. Wenn du uns hier unten geholfen hast und bei Bjorn bist, kannst du ihm das ja sagen. Da hast du etwas Gold. Okay. Hast du noch was zu tun für mich?
Das Fleisch hast du mir ja schon gebracht. Alles klar, kann man mit dir handeln? Kann ich mit dir handeln? Wenn du für mich etwas erledigst, dann schon. Was soll ich denn erledigen? Du wolltest doch nichts erledigt bekommen. Zeig mir deine Ware. Okay, dann hat das halt eben in der Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Egal, wir haben einen Rabenschnabel. Kenne ich gar nicht. Eine Riesenmachete, auch schön. Noch eine Machete. Wie viel Kraft brauchen wir denn? Stärke 100, naja, super geil. Hier 110. Eine leichte Streitaxt. Eine alte Riesenmachete. Stärke 70. 70 Schaden. Ja, alte Machete, 60 Schaden. Schiffsaxt, Kurzschwert. 30 Sumpfkraut, Goldbrocken, Dietrich, der so aussieht wie ein Schraubenzieher. Naja, und ein bisschen Grog und Lebensenergie, 50 Bolzen, eine Spitzhacke und Krauttabak. Okay, das ist das, was Mount anzubieten hat. Jetzt ist irgendwas mit Björn. Corsair, gucken wir mal, was ist noch mit Erik los ist. Haben wir noch was? Nein? Dann gucken wir mal, was ist die Schiffswache. Gucken, kann ich dran vorbei? Ich kann dran vorbei. Verdammt! Was ist los? Der gepennt im Stehen? Okay. Dann gehe ich mal hier hoch. Auf das Korsarenschiff. Was? Achso, er übt weiter. Das ist ein Korsar? Alles klar, Korsar? Alles klar. Hau bloß ab! Also, ich bin geduldet auf dem Schiffchen hier. Oh, hier kann ich... Oh, das sieht schön verziert aus. Kann ich steuern? Nee. Ich will mal das Schiff steuern. Geht nicht. Und dann gibt es hier noch Unterdeck. Gucken, was wir hier unter Deck haben. Bevor ich das mache... Gibt es denn noch was zu looten? Da ist Björn. Ach, da ist ja der lustige... Hey, du! Was ist los? Was machst du hier? Ich bin ein Schiffbrüchiger und möchte mich euch gerne anschließen. Wer es glaubt... Du bist doch sehr wahrscheinlich irgend so ein Spitzel aus dem Dorf. Gestehe und dein Ende wird schnell sein. Ansonsten sorge ich persönlich dafür, dass dein Ende etwas qualvoller sein wird. Du kannst mir glauben, mit den Leuten aus dem Dorf habe ich nichts zu schaffen. Ich bin erst seit kurzem auf der Insel. Könnte stimmen. Dein Gesicht habe ich noch niemals zuvor gesehen. Du hast also wirklich nichts mit den Söldnern zu schaffen? Ganz bestimmt nicht. Diese Mistkerle haben mich vielmehr aus dem Dorf gejagt, als ich sie gebeten hatte, mich aufzunehmen. Wieso? Trauten sie dir etwa nicht? Du sagst es. Vor allem, als ich ihnen gesagt habe, dass ich ein ehemaliger Sträfling bin. Ein ehemaliger Sträfling bist du? Na, das macht dich doch schon mal viel sympathischer. Weshalb warst du im Bau? Ach, nur wegen einer Kleinigkeit. Menschenraub und schwerer Einbruch. Nichts weiter. Hast ja recht. Ist wirklich ganz harmlos. Wo hast du denn gesessen? Auf der Insel Tamora. Konnte dort erst vor kurzem abhauen. Na sowas. Dann hätten wir dich ja sogar mitnehmen können. Unsere Flotte hat erst vor ein paar Tagen dort halt gemacht. Flotte? Habe keine Korsarenflotte bemerkt. Habe nur eine von den Orks gesehen. Das stimmt schon, denn wir haben uns mit den Orks verbündet. Tatsächlich? Aber wo ist denn jetzt die Flotte der Orks? Ach, die ist auf dem Weg nach... Aber halt, das geht dich nichts an. Du willst also wirklich bei uns anheuern. Warum? Ich will mich an den Söldnern rächen, weil sie mich aus dem Dorf gejagt haben. Kann ich gut verstehen. Ich würde mich an deiner Stelle ebenfalls rächen. Ich darf also anheuern? Moment mal, weißt du eigentlich, wer wir sind? Wir gehören zu der Mannschaft des berüchtigsten Korsaren des südlichen Meeres. Ich nehme an, dass du seinen Namen schon mal gehört hast. Er heißt Mendoza. Mendoza? Ja, von dem habe ich wirklich schon einiges gehört. Gut. Dann hast du wahrscheinlich auch gehört, dass unter seinem Kommando nur die härtesten Kerle zu finden sind. Klar. Schön. Du musst mir aber erstmal beweisen, dass du würdig bist, bei uns mitzumachen. Erst dann bin ich bereit, dich bei unserem Anführer zu empfehlen. Eher nicht. Also bei Mendoza? Quatsch. Unser großer Kapitän hat Besseres zu tun, als sich auf dieser ollen Insel aufzuhalten. Nein, ich meine natürlich Björn. Björn? Ja, er gehört zu Mendozas Hauptleuten und hat dir das Kommando. Aha,
Verstehe. Und wer bist du? Ich bin Björns erster Offizier und sein Vertrauter. Wen ich in Ordnung finde, den nimmt Björn gewöhnlich auch in unsere Mannschaft auf. Wenn es dir also gelingt, mich zu überzeugen, dass du ein ganz brauchbarer Bursche bist, werde ich dich bei Björn empfehlen. In Ordnung. Was soll ich tun? Mal überlegen. Ah ja, ich hab's. Geh ins Dorf und lege Roche um. Was? Ich soll Roche umlegen? Ist das dein Ernst? Eigentlich schon. Aber ich sehe schon, das scheint eine Nummer zu groß für dich zu sein. Na gut, dann machen wir was anderes. Geh zu unseren Leuten und frage sie, ob du für sie was erledigen kannst. Wenn du genug für sie getan hast, werde ich dir eine Chance geben. Abgemacht? Abgemacht. Ja. Okay, ich habe ja schon so einiges getan. Dann werde ich mal erstmal Ende machen und will mal mit Björn quatschen. Möchte hier anheuern. Kann ich etwas für dich tun? Na, erstmal anheuern. Fragen. Ich möchte hier anheuern. Ein guter Witz. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Sträfling, der als Schiffbrüchiger hier gestrandet ist. Was du nicht sagst. Aber warte mal. Hat dich jetzt mein Offizier zu mir geschickt oder was? Wer? Also nicht. Komm mal ab, sonst werde ich dich an die Haifische verfüttern. Ich nehme dich jeden Penner in meine Mannschaft auf. Klar? Okay. Kann ich etwas für dich tun? Wieso fragst du? Ich kenne dich ja nicht einmal, Bursche. Dein erster Offizier hat mir gesagt, dass ich mich hier im Lager nützlich machen soll. Ach so ist das. Ja, du kannst was für mich tun. Geh mal zu Emilio und hol die Kräuter ab, auf die wir warten. In Ordnung. Wo finde ich diesen Emilio denn? Er steht meistens an der Brücke, die zu der Kapelle führt. Alles klar. Ich werde die Kräuter holen. Schön, aber beeil dich. Ich warte schon viel zu lange auf das Zeug. Okay. ihn nochmal... Hey. ...ansprechen. Ich glaube, ich habe genug getan. Mal sehen. Du bist für das Lager jagen gegangen. Du hast Eriks Amulett zurückgeholt. Du hast Alvarez ordentlich aufs Maul gehauen. Sehr gut. Der hat es wirklich verdient. Ja, gute Arbeit. Ich denke, das reicht. Fast. Eine Probe werde ich dir noch stellen. Wenn du diese bestehst, kannst du mit Björn sprechen. Ich hab doch schon mit Björn gesprochen. Was ist das für eine Probe? Wir haben erfahren, dass die Dorfbewohner in Gold regelrecht schwimmen sollen. Sie sollen sogar mehr als 3000 Goldmünzen versteckt haben. Hui, das ist aber eine verdammt große Menge. Du sagst es. Ich gebe dir daher folgenden Auftrag. Schleich dich ins Dorf und bring uns das Gold. Aber die ganzen 3000, klar? Und wenn ich nur weniger mitgehen lassen kann? Hör mal. Man hat dich mit 10 gesunden Fingern ausgestattet. Wenn ich aber merke, dass du mich verarschst und einen Teil des Goldes für dich einsackst, werde ich dafür sorgen, dass du alle 10 in Zukunft nicht mehr gebrauchen kannst. Klar? Also, besorg mir das Gold. Und zwar alles. Na, hier hat's mit der Kameraeinstellung nicht so gestimmt. Sorry. Ja, ich soll jetzt zu... Wie hieß der? Björns Kräuter zu Emilio, der Wache vor dem Kloster hält, hingehen, Kräuter abholen. Verdammt! Ja, ja. Was ist los? Zu Björn bringen. Ja. Ah, shit. Voll auf die Fresse gefallen. Ja, wo ist denn dieses Kloster? Ich glaube, hier oben drüber. Aber bevor ich das mache, haben wir lecker abgespeichert. Und dann soll ich noch den Leuten das Gold stehlen. 3000 Jolds. Das ist aber muchos machos. Da hinten war da, glaube ich, das Kloster. Wie komme ich denn da hin? Oh, hier raschelt was. Au! Eine Sumpfratte. Aha. Na, jetzt aber. Kaputtnick. Gibt es hier noch mehr zu looten? Ja. Dunkelpilzchen. So, gucken wir mal, was hier oben drauf ist. Die Sumpfratte hatten wir ja, ne? Ja, natürlich.
gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Und wir kommen hier hoch. Hier gibt es Heilkräuter. Hier gibt es noch was Seraphis-mäßiges. Und, oh, Heilwurzel und ein Baumstamm, den man gar nicht sieht. Doch, den hat man, der war ganz versteckt. Oh, was ist denn da hinten? Erstmal hier wieder mein Burgen nehmen. Und gucken, was da hinten, ach, da ist ein Wolf. Kräftiger, wilder Wolflinger. Gucken, komme ich hier irgendwie auch noch hoch, so unkonventionell? Hier ist doch irgendwas, nee, komme ich nicht. Na, da muss ich halt eben den konventionellen Weg gehen. Viele wissen das ja. Dass ich nicht immer einen normalen Weg gehe. Das werden viele von euch bestimmt auch nicht machen. Und vielleicht sollte ich mal sicherheitshalber meine Crawler-Plattenrüstung anlegen, damit der Wolf mir nicht so viel Schaden macht, wenn ich ihn gleich eins über die Omme ziehe. Da ist er ja schon. Nee, ich will Steinhaut Molerat. Los, komm. Na. Okidoki. So, Steinhaut Molerat gibt's auch noch. Bei Pflanzen. Ein paar. So, oh, da steht schon einer Wache. Das heißt also, ich muss mal wieder meine ärmliche Kleidung anziehen. Sonst bemerkt er mich und dann macht er mich platt. Das wollen wir ja nicht. Oh, eine Steinwurzel. Steinfelsen. Jetzt auch noch was. Genau, richtig. Der säuft da hinten einen ab. So einfach ist das. Bisschen Fleisch. Hier hätte ich auch rumgehen können. Wo geht's denn hier lang? Aha. War ich gar nicht. Ach, dann machen wir hier diesen kleinen Umweg, finde ich. Hier erstmal alles looten. Hier gibt es ja jede Menge Krautkram. Seraphis, Rabenkraut, Farren. Na, die Korsaren scheinen guten Zug zu haben. Die sind nämlich nur am Saufen. So, noch irgendwas hier in den Ecken. Nein. Ah, Schnabberkraut. Ja, bin mal gespannt, was es alles noch gibt. Also diese Insel, die strotzt ja nur vor Kräutern. Ach, und wegen des Streifens. Ich finde, das ist dem Renderer geschuldet und muss man nicht unbedingt mit dem Dislike belohnen oder abwerten. Besser gesagt. Jetzt aber. Jetzt werden wir nochmal hier die letzten Kräuter auflesen. Wo wir... Oh, da hinten sind ja mehrere. Oh, der klippt. Die Palme klippt, das ist gut. So, hier noch ein paar Dunkelpilzchen. Jetzt hier noch was. Eine Heilpflanze. Na komm. Buddlerfleisch. Und viele, viele, viele Buchen gibt es hier zu finden. So, Rabenkraut. Ein Stängel Sumpfkraut, eine Heilpflanze. Und da ist Emilio. Bei dem sollen wir hier die Kräuter irgendwie aufsammeln, beziehungsweise abholen. So, Emilio. Give me your Kräuters. Oh. Hallo. Hallo, ein neues Gesicht. Endlich kommt mal jemand auf diese kleine Insel. Ich bin übrigens Emilio. Ich bin Roland. Ich bin tatsächlich neu hier. Aber ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Verstehe. Scheinst wohl ein Flüchtling zu sein, was? Wieso? Weil die Armee des Königs auch von den Orks vernichtet wurde. Habe ich zumindest gehört. Nein, die Armee des Königs existiert noch. So. Na, soll mir gleich sein. Gehörst du zu den Korsaren? Nein, aber als ehemaliger Bandit habe ich mich mit denen arrangiert.
Leben und leben lassen, lautet mein Wahlspruch. Das finde ich aber übrigens auch sehr gut. Leben und leben lassen. Dann wollen wir ihm erstmal seinen Geldbeutel holen. Gibt auch richtig ordentlich was. Ich komme von Björn. Dann willst du bestimmt die Kräuter, ja? Nun, da gibt es ein kleines Problem. Welches Problem? Ich habe das Zeug zwar hier, allerdings ist das Ganze nicht mehr so billig. Ach. Verstehe. Wie viel willst du haben? Na, sagen wir 50 Goldstücke. Na gut. Hier hast du sie. Ah, danke. Naja, vom Mount haben wir ja 50 Goldstücke gekriegt. Fragen, wo man die Kräuter sonst noch verkaufen kann. Sag mal, glaubst du, jemand würde im Dorf für diese Kräuter viel bezahlen? Kann schon sein. Im Dorf gibt es ein paar Händler. Wieso? Ach, egal. Nur so. Mal fragen wir, was hier los ist. Was ist hier oben los? Nichts. Hier ist es ziemlich langweilig. Nie passiert mal was Aufregendes. Wirklich? Doch, was ist mit den Korsaren? Planen die denn keinen Angriff auf das Dorf? Nö. Soviel ich weiß, ist sowas nicht geplant. Hätte Björn sonst gesagt. Okay, Emilio. Noch was? Nee. Dann wagen wir uns mal vor bis zum Kloster. Da gibt es Gregor und Leibwache. Mann, lass mich bloß in Ruhe. Ist ja gut. Das mache ich aber nicht. Wäre gewagt. Hallo, Gregor. Hallo. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, habe ich nicht. Doch, ich suche weiter. Nach Kräutern. Ach du liebes Lieschen, da geht's noch weiter hoch. Oh, ich höre was. Da sind bestimmt in der Höhle ein paar Viecherschen drin. Aha. Ach du liebes Bisschen, was ist denn hier los? Kayo. Verschwinde, solange du noch kannst. Dieser Ort ist wahrhaft von Innos verlassen. Oh. Aber vorher nehme ich mir hier noch die Pilzchen mit. Wieso haben sie den eingesperrt? Ach, das ist der, ja. Das ist der Magier. Das ist der Schwarzmagier, den haben die eingesperrt. Oh, wei, oh, wei. Ja, vor lauter Nebel konnte ich nichts sehen. Okay, Snapperkraut. Und jetzt gehe ich runter zum Björn und werde ihm sagen, ich habe zwar Kräuter, aber keine abgekauft. Weil ich möchte ganz gerne sparen. So. Dann wollen wir mal schauen. Oh, das ist aber hoch. Kann ich hier nicht direkt darunter? Ja, doch, kann ich. Kann ich auch hoch rüberjumpen. Und diesmal nicht vergessen, mal die Leiter anzupacken. Nee. Och, ich Doofkopf. Der ist ja im Schiff drin. Ja, ja. Der ist ja unter Deck. So, Björn. Wo bist du denn? Okay. Er sieht zwar, dass ich was klaue, aber er macht nichts. Ist er weiter entfernt? Okay. Okay. Oh, 200 Gold. Sind diese Korsaren blöd? Die lassen sich einfach vor der Nase das Gold wegnehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist ein Korsar. Du bist der. Ach ja, du warst ja dieser. Ah, da ist ja Björn. Hallo Björn. Ich hab ganz viele Kräuter. Hier sind die Kräuter. Aha, sehr schön. Hier sind Emilios Kräuter. Ah, sehr gut. Wofür braucht ihr diese Kräuter eigentlich? Ist jemand krank? Krank? Wie kommst du denn auf den Unsinn?
Ein Korsar wird nicht krank. Merkt ihr das? Klar? Klar. Und wofür braucht ihr die Kräuter dann? Die tun wir in unseren Rum. Das schmeckt ja noch würziger. Na, das glaube ich eher nicht. Die wollt ihr dem Kayo geben, weil er was ganz Gefährliches für euch brauen soll. Das kann ich mir schon ganz genau vorstellen. Also wirklich. Jetzt noch was am Strand zu holen? Nee. Warum erfahre ich das jetzt erst? Das ist doch nichts Neues. Dann gucken wir mal unser Logbuch hinein. Und gucken mal, was wir haben. Björns Kräuter, Eriks Amulett, der Speer der Korsaren. Das ist eigentlich alles okay. Aktuelle Mission, der Schatz des Dorfs. Ja, Korsaren war auf Adamos und Informationen. Björn wird mich bald empfangen. Er hat mich schon längst empfangen. Dann fetzen wir mal rüber zu dem Dorf und werde das bis dahin mal raffen. Ja, lalalala, tralalalala. Ja, wo gehen wir denn jetzt am besten mal hin? Quatscht uns einer irgendwie automatisch an? Kann ja immer mal sein. Nö. Vico auch nicht. Baruba. Jean und Anne. Oder Jean und Anne. Ja, dann geht's jetzt mal wieder hier hin zum Vorsteher Gosta. Die hat keine Gesprächsoption. Lando. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Okay. Will aber zu Roche. Hau schon ab. Komisch. Komme ich hier rein? Hey, jetzt geht's zur Sache. Du hast keine Erlaubnis, dieses Haus zu betreten. Und damit du dir das ein für alle Mal merkst, gibt's jetzt was aufs Maul. Okay. Wenn ihr meint, dann guck ich mal, ob ich da irgendwas machen kann, was ich nicht glaube. Aha. Nee, das geht nicht. Ja, ich komme immer noch nicht zu Rosch rein. Gucken wir mal, was das Logbuch sagt. Der Schatz des Dorfes. Wahnsinn. Ja, das ist das. Korsaren auf Adamos. Informationen über Rosch. Alvarez hat mir das ja erzählt. Der Weg zu Rosch. Der Jäger der Korsaren wurde ganz schön ungemütlich, als ich ihn auf den Schwarzmagier angesprochen hatte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass von diesem Magier eine große Gefahr ausgeht. Aber welche? Ja, und in dem Ladebildschirm gab es ja den Tipp, erledige erst die Korsaren und dann die Söldner. Mal gucken, was unser Vorsteher sagt. Unser Dorfvorsteher. Vielleicht gibt es da irgendwie auch was. Ja. Du musst mir helfen. Ich brauche 3000 Goldstücke. Was? 3000 Goldstücke? Wieso denn das? Der Offizier der Korsaren verlangt diese Summe, damit ich ihren Anführer Björn sprechen kann. Diese habgierige Bande. Und wie kann ich dir jetzt dabei helfen? Ganz einfach. Ich brauche euer Gold. Unser Gold? Wie meinst du das? Die Korsaren haben irgendwie mitbekommen, dass im Dorf eine Menge Gold zu finden ist. Und das wollen sie jetzt haben. Verdammt! Wie haben die das nur herausgefunden? Es muss hier irgendwo bei uns einen Verräter geben. Sonst hätten sie davon nichts wissen können. Wie sieht es jetzt aus? Kann ich das Gold haben? Ich brauche es unbedingt, da ich die Pläne der Korsaren erfahren muss. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Warum soll ich dir bitteschön jetzt dieses Gold geben? Das sehen wir ja nie wieder. Manchmal muss man auch Opfer bringen. Vielleicht gelingt es mir ja auch, für euch Wichtiges in Erfahrung zu bringen, was die Korsaren vertreiben kann. Ich weiß nicht. Keine Sorge. Wenn ich alles erfahren habe, werde ich mir das Gold schon zurückholen und euch wiederbringen. Ich gebe dir mein Wort. Na, hoffentlich ist dein Wort auch was wert. Muss das denn wirklich sein? Ja, das muss. Ja, es muss sein. Vertrau mir. Na, schön. Also gut, komm morgen wieder. Ich rede mit den Leuten und versuche, sie zu überzeugen. Ja, und morgen geht's auch weiter mit der nächsten Folge. Vielen Dank für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar.
Bis dann. Ich sage tschüss.